Dark Blend kann euch zwar komplett neue Geschmackswelten eröffnen, kann euch auf der anderen Seite aber auch komplett aus dem Leben nehmen, wenn ihr es noch nicht gewohnt seid. Damit euch das nicht passiert, dieses Video hier. Der schwächste Dark Blend, den man in Deutschland kaufen kann, mit einer 1 bis hin zum stärksten Dark Blend, den man in Deutschland kaufen kann, mit einer 10, alle in einer Auflistung. Ich muss aber direkt vorneweg sagen, das ist unglaublich subjektiv. Ich habe mehrere Leute gefragt, ich habe versucht, das irgendwie, diese ganzen Meinungen miteinander zu vermischen. Es ist aber wirklich unglaublich unterschiedlich, egal wen man fragt. Also ich glaube, ich könnte 100 Leute fragen und ich kriege gefühlt 100 Ergebnisse. Das heißt, ich habe mehrere Leute gefragt. Ich habe Kassel gefragt, ich habe Dilit gefragt, ich habe Alex gefragt, ich habe meinen Discord gefragt, ich habe meine Hausherren gefragt. Ich habe versucht, möglichst viele Meinungen einzuholen und das hier ist das Ergebnis. Und bevor wir jetzt richtig reinstarten, nochmal kurz die Warnung. Dark Blend hat mehr Nikotin. Nikotin macht abhängig und es ist nicht cool, sich an mehr Nikotin gewöhnen, nur um damit zu flexen, dass man jetzt pur Dark Blend rauchen kann. Das heißt, wenn das der einzige Grund ist, dass ihr das probieren wollt, lasst es lieber sein. Falls ihr aber sagt, ihr wollt diese neuen Geschmackswelten und ihr wisst um die Risiken Bescheid und ihr könnt eure eigene Nikotinsucht einschätzen, dann hoffe ich, dass euch das weiterhilft. Aber seid euch der Gefahr bewusst. Ich kann mittlerweile fast nur noch Dark Blend rauchen, weil wenn ich Virginia rauche, gibt mir das nicht genug im Kopf, dass mein Kopf sagt, das war ein toller Kopf. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich zur Liste. Wir machen das Ganze so, wir fangen beim Schwächsten an und arbeiten uns langsam zum Stärksten hoch. Die Bewertung mit einer 1 hat tatsächlich nur ein einziger Tabak auf unserer kompletten Liste. Und das ist Brusco. Bei Brusco ist es fast schon ein bisschen unfair, weil Brusco an sich genommen gar kein Tabak ist, sondern Hibiskusblüte, was dann noch mit Vape-Aromen und einer Molasse versetzt wurde, sodass man das wunderbar an der Pfeife rauchen kann. Theoretisch gesehen ist es nicht actually Dark Blend und es gibt, by the way, auch einfach keine Definition für was ist Dark Blend und was ist dunkler Tabak. Gibt es eigentlich nicht. In der Regel meinen wir dunklere Molassen, manchmal eine Rohrzuckermolasse, die an sich schon dunkler ist und meistens noch einen Burley-Tabak, aber es gibt auch genug Dark Blend, der auch noch Virginia mit drin hat. Wir stufen es einfach ein als stärkeren Tabak. Aber von allen Dark Blends, die es gibt, würden wir Brusco am schwächsten einschätzen. Mit einer 2 hat tatsächlich nur ein einziger Tabak auf unserer kompletten Liste. Und das ist Pomelo, der unglaublich easy zu rauchen. Und gerade für Leute, die sagen, ich möchte langsam einsteigen in die Dark Blend Welt, sind das mit die besten Empfehlungen, um da ganz easy reinzukommen. Wenn ihr anfangt, mischt euch am besten immer erstmal ein bisschen was dazu. Das heißt, wenn ihr bis jetzt nur Virginia geraucht habt, nehmt erstmal einen Kopf mit 90 oder 80% Virginia und packt dann 10 oder 20% von einem etwas schwächeren Dark Blend dazu. Und dann sollte das ohne Probleme gehen. Und dann könnt ihr euch ja langsam rantasten, wie weit ihr gehen könnt. 30% Dark Blend, 50% Dark Blend, 80% Dark Blend und dann werdet ihr schon merken, wo bei euch das Limit ist, was nikotinmäßig gut ankommt. Und übrigens, gut lüften, ordentlich was essen, ordentlich was trinken und aufpassen, dass ihr nicht aus den Latschen kippt. Weil Nikotinflash kann schon echt ekelhaft enden. Schweißausbrüche, Übelkeit, Übergeben und so weiter, kann alles passieren. Also Obacht. Mit einer 3 haben wir auch nur einen einzigen Tabak bewertet und das ist Kismet. Kismet ist aber wieder was ganz eigenes und bei Kismet gingen die Meinungen auch krass auseinander. Es gab Leute, die haben gesagt, Kismet ist überhaupt kein Dark Blend, der muss nicht mit in das Ranking. Andere Leute haben gesagt, boah, für mich ist das eine 7, wenn ich den fluffig baue, drückt der schon krass im Hals. Ich persönlich würde ihn als eine 3 einstufen, vor allem wenn man ihn gut bauen kann. Deswegen ist da noch so ein kleines Plus dran. Könnte schwerer sein, könnte euch auch sogar noch leichter fallen, den zu rauchen. Bei Kismet ist es wirklich schwer einzuschätzen. Für mich persönlich wäre es eine 3. Bei der Stufe 4 von 10, was Nikotin angeht, haben wir 8 Marken und damit den Großteil der ganzen Liste am Start. Auch da gab es ein paar, wo die Meinungen auseinandergehen. Die muss ich aber ablesen, ich kann mir jetzt nicht 8 Marken merken. Wir haben Holster Noir, Nash, Theo, Aino Dark Blend, Darkside Base, Element Water, der neue Mose Dark Blend, der rauskommen soll. Der wird auch nicht unter der Marke Mose rauskommen. Ich sage euch dann nochmal Bescheid, wie der final heißt, aber Mose kümmert sich da eben drum. Deswegen heißt er jetzt bei uns erstmal Mose. Und dann noch der Brohood Dark Blend. Die haben alle Stufe 4 von 10 für uns bekommen. Da muss ich zum Beispiel dazu sagen, da habe ich mich mit Dölit ein bisschen unterhalten und bei Nash sind wir uns zum Beispiel gar nicht einig geworden. Dölit hat zum Beispiel gesagt, dass Nash für ihn persönlich eine 8 wäre. Also viel krasser als das, was wir uns vorher ausgedacht haben. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, beziehungsweise ist einfach subjektiv. Deswegen erzähle ich euch das dazu. Für uns persönlich war es trotzdem eine 4. Aber es gibt auch Leute, wie zum Beispiel Dölit, die sagen, das ist für ihn sogar eine 8 bei Nash. Holster Noir hat sich sehr easy rauchen lassen. Nash sind wir, wie gesagt, teilweise anderer Meinung. Der Aino Dark Blend sind wir uns auch nicht ganz sicher. Ich habe eine 4 plus geschrieben, weil ich sagen würde, der ist sehr leicht.
Könnte aber auch leicht trügerisch sein, weil er sich so unglaublich angenehm rauchen lässt. Es gibt natürlich Dark Blend, der nikotinmäßig nicht besonders stark ist, aber zum Beispiel trotzdem mehr Throat Kick verursacht, was dafür sorgen könnte, dass man subjektiv das Gefühl hat, dass es ein stärkerer Tabak ist, obwohl er nikotinmäßig gar nicht so krass stark ist. Und Aino lässt sich eben butterweich rauchen und vielleicht habe ich deswegen so ein bisschen die Illusion, dass es ein leichterer ist, aber overall haben wir gesagt, der kriegt eine 4. Für Döhle zum Beispiel wäre der eher eine 5 gewesen. Darkside Base, auch sehr, sehr easy zu rauchen, deshalb auch eine 4. Element Water, relativ neu auf dem Markt, aber hat sich auch super entspannt rauchen lassen, hat auch eine 4 von uns bekommen. Der Mose ist ähnlich wie der Aino, butterweich und deswegen auch sehr entspannt zu rauchen. Und beim Bro Dark Blend habe ich auch eine 4 gegeben, muss ich aber dazu sagen, den habe ich mit am wenigsten geraucht. Da habe ich mich mal durch die Sorten getestet, aber der hat sich auch sehr entspannt rauchen lassen und hat keine Anzeichen davon gemacht, dass der mich jetzt heimtückisch mit einem Nikotinkick überwältigen würde. Wenn man da nicht aufpasst, deswegen auch eine 4. So, zwischendrin mal ein kurzer Zug. Ich habe übrigens eine Kombi aus Fuck Your Life, habe ich noch ein bisschen auf Vorrat und Must Have. Der kommt auch noch auf der Liste. Auf Stufe 5 von 10 haben wir 3 Marken. Dosei, Odinson und Hyde. Bei Odinson waren wir uns auch ein bisschen uneinig, deswegen hat er auch eine 5 plus bekommen. Dölit und auch Kassel meinten zum Beispiel, nee, der ist schon stärker als eine 5. Wir waren der Meinung, das passt schon mit der 5, also da vielleicht auch vorsichtig sein. Dosei hatte auch relativ viel Throat Kick, war aber vom Nikotin her nicht so krank unserer Meinung nach. Und deswegen die Einstufung bei Dosei und Odinson. Und beim Hyde will ich noch dazu gesagt haben, den habe ich nur einmal getestet in einer Vorab-Variante. Der kommt erst noch auf dem deutschen Markt. Und das war so meine Einschätzung von dem bisschen, was ich davon geraucht habe. Maybe aber auch vorsichtig nehmen bei der Einschätzung. Stufe 6 von 10 sind wieder 3 Marken. Wir haben den Adalia Black, der ja bald wieder zurück nach Deutschland kommen soll. Der ist schon lange angekündigt. Es gab ihn früher auch schon mal, deswegen so eine grobe Einschätzung von uns, in der Hoffnung, dass er dann auch wirklich endlich wieder irgendwann auf den Markt kommt. Und dann haben wir ihn schon mit in dem Video. Vielleicht auch irrelevant. Dann haben wir die stärkere Line von Element. Die Waterline hat ja eine 4 von uns bekommen, aber die Earthline bekommt von uns eine 6. Also keine schlechte Schulnote, sondern Stärke. Und als letzten auf der Liste haben wir noch den Fumari Dark Blend. Nikotin war nicht zu krank, aber schon gehoben, deshalb die 6, war aber teilweise wirklich schwer zu rauchen, also da vielleicht auch noch mit so ein bisschen Vorsicht rangehen, weil er zwar nikotinmäßig nicht zu krank war, aber schon etwas anstrengender beim Rauchen war. Einen muss ich noch so ein bisschen zwischendrin behandeln, und zwar ist das der Afzal Strong. Der kommt ja in 3 verschiedenen Stärken und wir haben den mit 4, 6 und in der Extreme Line sogar mit 8 eingestuft. Den gibt es ja auch noch nicht. Den habe ich nur mal auf der Messe probiert mit einem gebauten Messekopf. Also kein eigener Test, deswegen so kleine Randnotiz, grobe Einschätzung. Ja, und dann kommen wir langsam zum Eingemachten, ne? 7 von 10 auf unserer Stärkeskala. Ja, was soll ich euch zu 7 sagen? Da haben wir keinen. Und das heißt dann wohl, wenn wir auf der 7 keinen haben, kommen wir zu 8. Und da fühle ich mich ja schon zu Hause, ne? Da haben wir aber auch nur 2. Wie gesagt, den Afzal, wo wir die Extreme Line auf eine 8 stufen würden, und Tangiers, den wir jetzt auch endlich in Deutschland haben, und den hätten wir mit einer 8 eingestuft. Tangiers kann man auch sehr, sehr angenehm bauen, wenn man den zum Beispiel relativ angepresst in einem Funnel raucht. Wenn du den mit dem Mehrloch packst, dann kann das auch wieder eine 9 sein. Deshalb, ne, nochmal zur Erinnerung, das ist alles nur so unsere grobe Einschätzung, dass ihr so eine grobe Richtlinie habt und nicht blind einfach jetzt reingeht und euch maybe den stärksten Dark Blend kauft, den es jemals in Deutschland gab, und ihr dann komplett aus dem Leben gefegt werdet. Und auf der Stufe 9 von 10 haben wir 2 Tabakmarken für euch festgesetzt. Blackburn und Blaze. Ich habe ehrlich gesagt erstmal Blaze auf die 10 gesetzt, weil ich den schon vom Nikotin her sehr, sehr stark finde. Und Blackburn hatte ich auch erst auf der 10, was dann für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, weil manche gesagt haben, ja, aber der ist doch definitiv noch stärker als der Blackburn, dann kann der Blackburn ja auch keine 10 sein. Deshalb Blackburn und der Blaze auf die 9. Und da, ne, wird es langsam gut stark für deutsche Fändliche. Im Ausland gibt es übrigens noch Tabakmarken, die würden wahrscheinlich auf unserer Skala sogar eher so eine 15 oder 18 sein. Da kann man sich richtig aus dem Leben nehmen. Aber wie gesagt, wir gucken auf das, was es bei uns in Deutschland gibt, geben soll oder gab. Und damit den absolut stärksten Tabak, den man in Deutschland kaufen kann. Da haben wir 2 auf der 10. Eine 10, das ist Must Have, haben wir als relativ stark eingestuft. Ich glaube, viele Leute hatten damals das Erlebnis, oh, da hat doch jemand gesagt, Must Have, voll geil, holen wir uns mal, probieren wir mal. Und eine halbe Stunde später
später sind sie bewusstlos auf dem Boden aufgewacht. Ganz so schlimm war es nicht, aber ich kenne viele Stories von Leuten, die einen Must-Have probiert haben und sich komplett aus dem Leben geschallert haben, weil sie nicht wussten, worauf sie sich einlassen, und ich hoffe, dass ihr das jetzt besser wisst. Und dann gibt es noch einen Tabak, beziehungsweise gibt es ihn nicht wirklich, aber es gab ihn und es soll ihn wieder geben, und das ist der Adalia Strong, und der ist für uns sogar eine 10+. Es könnte sein, dass wir ein etwas falsches Bild von diesem Tabak haben, weil es eine Weile her ist und wir da alle noch weniger Dark Blend geraucht haben, als wir es heute tun, aber holy fuck hat der uns damals aus dem Leben genommen. Also ich weiß noch, wenn du einen puren Kopf Adalia Black Strong geraucht hast, dann konntest du nach 15 Minuten anfangen, auf deinem Sofa zu fliegen. Das war wirklich geisteskrank. Das ist unsere Skala vom schwächsten Dark Blend, den man in Deutschland kaufen kann, bis hin zum stärksten, den man in Deutschland kaufen kann. Ich hoffe, wir retten dem einen oder anderen den süßen Popo. Und wenn dem so sein sollte, Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Das wäre ein Träumchen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Eure Shisha-WG.